Grüß Gott und willkommen zu meinem Vortrag Lösungsorientierte Fehlerbehandlung. Das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Es geht nämlich darum, dass ihr in die Lage versetzt werdet, Programme zu schreiben, die sehr gut nicht funktionieren. Funktionierende Programme, die lernt man auf der Universität, die lernt man, wenn man so hinschreibt. Das funktionierende Programm, das ist was Lustiges, da ist man intrinsisch motiviert, das ist ein Feature, das zu bauen. Aber das mit nicht funktionieren, was macht das Programm, wenn es das nicht machen kann, was es machen soll, das ist eher ein mühsames Thema. Ich bin auch einer dieser Ketzer, der noch mit dem falschen Betriebssystem unterwegs ist. Ich habe mir das getraut, dass ich mit dem halt herkomme. Ich würde gerne auf Linux umsteigen, aber für mich ist Linux nach wie vor ein Betriebssystem, das sehr schlecht nicht funktioniert. Wenn es funktioniert, funktioniert es gut, aber wenn es nicht funktioniert, ist es unglaublich mühsam. Und das hält mich derzeit noch ein bisschen davon ab, auf Linux umzusteigen. Und daher auch die Aufforderung, macht es gut, nicht funktionierendes Linux bitte. Ich möchte es eigentlich wissen. Was werden wir uns heute anschauen? Ganz am Anfang mal ganz kurz, was ist überhaupt der Fehler? Wie erkennt man Fehler? Was soll das überhaupt? Dann steigen wir ein in die Darstellung eines Fehlers in der programmierbaren Python. Zu Python werde ich dann noch mal was sagen, also auch für die, die jetzt mit Python direkt nichts zu tun gehabt haben, soll jetzt, denke ich, niemand daran hindern, das zu verstehen, was ich an den Beispielen herzeige. Die Darstellung des Fehlers in Python ist jetzt auch der Teil, den die meisten Leute noch kennen, auch wenn sie jetzt Java oder C-Sharp oder andere Programmiersprachen verwenden. Was jetzt dann neu dazukommen wird für manche, ist dieser lösungsorientierte Ansatz. Wie gehe ich mit einem Fehler lösungsorientiert um? Im Zuge dessen kommen wir dann an Themen vorbei, wie macht man gute Fehlermeldung, wie kann man Fehler kopieren, sodass ich als Programmierer möglichst wenig Aufwand damit habe, mit Fehlern umzugehen. Und abschließend eine Programmvorlage auch. Wie mache ich mir ein kompaktes Programm, das sich schon gut um die Fehler kümmert, ohne dass ich noch viel tun muss. Und gegen Ende dann einige Empfehlungen noch zu Sonderthemen. Gut, ein Fehler. Was ist das? Kann man jetzt in der Literatur nachschauen. Im Endeffekt kommt es immer auf etwas heraus, diese Formulierung. Ein Fehler ist eine Abweichung des Ist-Zustandes vom erwarteten Zustand. Es sollte irgendwas sein, der produktive Teil des Programms, aus irgendeinem Grund geht es nicht, über Abweichung, aber eben ein Fehler. Für den Entwickler stellt so ein Fehler eine gewisse Herausforderung dar. Weil damit er den Fehler erkennen kann, braucht er überhaupt einmal die Erwartung. Wo kriegt er die her? Im produktiven Teil des Programms ist das meistens leicht, weil er Vorgabe kriegt. Das Programm soll das so und so berechnen. Weniger Vorgabe kriegt er, was soll das Programm machen, wenn es jetzt nicht geht, weil durch Null dividiert wird oder weil keine Netzwerkverbindung da ist oder was auch immer. Das tut sich kaum mehr an, das in den Vorgaben zu spezifizieren. Meistens gibt es eine allgemeine Formulierung, ja, es sollte konstruktive Fehlermeldungen ausgeben und der Programmierer muss sich dann aus den Fingern saugen, was das jetzt heißt. Er muss sich dann auch überlegen, gut, jetzt habe ich einen Fehler erkannt, und was mache ich jetzt? Was soll das Programm jetzt tun in dem Zustand? Irgendwas muss er trotzdem hinschreiben. In Folge dann ist im Endeffekt interessant, wer kann den Fehler beheben. Das ist jetzt dann nicht mehr das Thema des Programms, aber im Endeffekt soll das Programm sagen, ja, jetzt korrigiert es das, damit ihr wieder weitermachen kann. Und da ist dann die Frage, die bei manchen Entwicklern dann schon immer so im Kopf ist, wie kann das Programm dabei unterstützen, dass diese Korrektur stattfindet? Genau diese Themen werden wir uns jetzt anschauen. Und damit das Ganze einen Praxisbezug hat, auch mit Codebeispielen, in dem Fall in Python, daher jetzt einmal ein kurzes Abholen. Wie schauen Fehler in Python aus? Nochmal einleitend, wer kennt Python? Okay. Wer kennt eine Programmiersprache mit einem Exception-Mechanismus? Throw, Catch? Okay, cool. Da sind wir schon mal gut unterwegs. Also, Zielgruppe sitzt im richtigen Raum. Ja, warum Python? Wozu Python? Wozu mache ich das jetzt nicht in Java oder C-Sharp oder einer anderen populären Programmiersprache? Die Überlegung dahinter war, Python ist leicht verständlich und gut lesbar, auch für jemanden, der jetzt mit Python unmittelbar noch mehr zu tun gehabt hat. Also es sind keine komischen Sonderzeichen im Quellcode oder kaum
Das sind weitgehend englische Sätze und es ist ein sehr kompakter Code. Der sich mit dem beschäftigt, was der Programmierer schreibt und weniger mit dem, was die Programmiersprachen-Syntax alles nur dazu braucht. Geschwungene Klammern, das was ich weiß. Im Hintergrund ist Python eine ganz normal objektorientierte oder auch konzeptorale Programmiersprache. Das sind beide Ansätze damit verwendet worden. Für die Leute, die Python kennen, ein kleiner Hinweis, die Beispiele sind alle in Python 2 und sollten auch in Python 3 lauffähig sein, teilweise mit geringfügigen Anpassungen. Also nur der Klammer dazu. Okay, Fehler in Python. Darstellung erfolgt über Exceptions. Das ist eine eigene Klasse, die sagt, ich bin jetzt ein Fehler, wenn ich daher komme. Diese Exceptions werden auch in den Standardbibliotheken durchgängig verwendet. Das ist sehr angenehm. Also ich weiß, wenn irgendwas schief geht in einer Standardfunktion, kriege ich eine Exception. Der große Vorteil an diesen Exceptions ist, dass sie nicht unabsichtlich ignorierbar sind. Also wenn eine Exception auftritt, dann wird einmal alles abgebrochen und gesagt, das geht jetzt nicht, was du machen musst. Und ich brauche nicht abfragen, gibt es einen Fehler, ist irgendwas falsch gelaufen. Ich kann das nicht vergessen. Dieser Mechanismus hat sich auch bewährt in vielen anderen Programmiersprachen. Java, C Sharp und ja, ich glaube in Ruby gibt es auch und wo auch immer. Es gibt natürlich alternative Ansätze zur Fehlerbehandlung, wie spezielle Rückgabewerte, Signalpointer zurückliefern, zusätzliche Rückgabewerte wie in Go, globale Fehlervariablen wie das Erno in C. Und diverse kreative Konstrukte wie OnError, GoTo und Basic, die schauen wir uns da jetzt nicht näher an. Also die Diskussion darauf beschränkt sich jetzt auf diesen Exception-Mechanismus. Wie erkenne ich jetzt einen Fehler? Also wir haben schon gelernt, ein Fehler ist Abweichung Ist-Zustand vom Erwarteten, vom Soll-Zustand. Und es geht im Prinzip ganz einfach. Ich habe eine Routine, die heißt Process Something, verarbeite irgendwas. Sie kriegt das Parameter eine Höhe übergeben. Wie wir wissen, eine Höhe, die muss immer irgendwo sein, sie kann kein negativer Wert sein. Ich kann nicht minus 1,5 Meter groß sein. Daher prüft die Routine jetzt am Anfang, ist die Höhe kleiner gleich 0? Wenn ja, ist die Fehlerbedienung erfüllt. Und sie wirft einen Value Error, eine Exception vom Typ Value Error, wo sie nur die Meldung mitgibt, dass die Höhe jetzt einen gewissen Wert hat und eigentlich größer gleich 0 sein müsste. Das Werfen der Exception, also das Erkennen erfolgt mit diesem If. Und das Werfen der Exception erfolgt mit Raise in Python. Das ist Sharp und Java sagt man statt Raise halt Throw. Im Endeffekt ist es das Gleiche. Das Interessante dabei ist, wenn jetzt dieses Raise kommt, dann wird die Routine sofort abgebrochen. Also alle anderen Zeilen werden ignoriert und an den Aufrufer wird kommuniziert, da ist jetzt dieser Value Error aufgetreten. Was kann jetzt der Aufrufer machen? Er kann, wenn er will, diesen Fehler auffangen, indem er den Aufruf der Routine Process Something in ein Try verpackt, probieren wir mal aus, ob das geht. Und wenn es nicht geht, insbesondere wenn es nicht geht wegen einem Value Error, dann gibt den aus. Also die Ausgabe ist damit bringt. Und wenn ich das jetzt so aufrufe mit einem hardcodierten minus 3 als Höhe, das sicher schief läuft, dann kriege ich am Bildschirm oder in der Konsole die Meldung, Height is minus 3, but must be greater than 0. Okay, das war jetzt einmal, wie erkenne ich einen Fehler, wie kommuniziere ich ihn außen und wie kann ich ihn außen wieder auffangen. Was ich jetzt im Grunde immer machen muss, unabhängig davon, ob ich einen Fehler habe oder nicht, ist Zaumrahmen. Jedes Programm fordert Ressourcen an und wenn es die dann nicht mehr braucht, eben weil alles funktioniert hat oder weil ein Fehler war, dann soll ich sie wieder freigeben. Wie geht das greifen? Anhand eines Beispiels eine Datei, die kann ich mit Open aufmachen und muss sie am Ende mit Closer wieder zumachen. Und damit auch dann die Datei wieder geschlossen wird, wenn ein Fehler aufgetreten ist, verwende ich das Finally. Finally wird immer aufgerufen, unabhängig davon, ob es gut gegangen ist oder nicht, und schließt am Ende die Datei. Das ist in Java gleich als der Finally. Jetzt werden die Python-Leute ein bisschen zucken, weil sie sagen, Gottes Willen, das macht man nicht so in Python. In Python gibt es noch eine kompaktere Methode, das zu tun. Das ist das sogenannte WIF-Statement. Da sage ich einfach, mache eine Datei auf, gib sie in die Variable Input-File und dann arbeite damit.
Und wenn das RIF-Statement fertig ist, dieser RIF-Block, dann kümmert sich das selbst darum, dass alles wieder zusammengehängt wird. Im Grunde macht es dann implizit das, was wir vorher beim Finally ausgeschrieben haben. Das ruft der Close auf. Damit es das machen kann, gibt es einen sogenannten Context Manager. Und das ist meines Wissens, in Java gibt es nicht, aber in einem C-Sharp gibt es dieses Using und iDisposable Interface. Da kann ich was Ähnliches machen, wie dieses RIF. Also das ist nur ein reines Python-Konstrukt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Klasse habe, die das unterstützen soll, dieses RIF-Statement, wie wird die ausschauen? In Python schaut das so aus. Ich habe jetzt als Beispiel genommen einen Socket-Client. Der macht nichts anderes, als dass er eine Socket öffnet, zur Verfügung stellt und damit etwas zu tun. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, dann macht er sie selbstständig wieder zu, vorausgesetzt, wir rufen den RIF auf. Das macht er in drei Schritten. Er hat erstens einen ganz normalen Konstruktor. In Python heißen die immer init. Konstruktor, wo er die Socket anfordert über das normale System. Und für den Context Manager definiert er jetzt zwei zusätzliche Routinen. Die eine ist Enter, die andere ist Exit. Die Enter sagt im Prinzip eh immer das Gleiche, die schaut in der Praxis immer gleich aus, liefert einfach das Objekt selbst zurück. Und die Exit-Routine ist dann die, die wieder zusammenrammt. Das heißt, sie schließt diese Socket und also macht einen Shutdown und schließt sie dann. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Wie kann ich diese Socket-Client nutzen? Gleich wie vorher das File. Ich sage jetzt nicht mehr with open, sondern ich sage with Socket-Client. Weise den Socket-Client nach einer Variable zu. Da drinnen gehe ich jetzt arbeiten, schicke zum Beispiel eine Get-Query zur Python-Homepage, merke mir das Ergebnis in den String. Dann ist er fertig und am Schluss gebe ich das aus, was ich mir geholt habe. Wo merkt er jetzt der Context-Manager im Hintergrund? Der Socket-Client selbst ist im Prinzip der Aufruf von init, also das Anfordern der Socket. Das Ergebnis legt er dann in der Variable ab, damit habe ich meinen Socket-Client, kann arbeiten damit. Was wir da machen, Client-Socket, send all, in die Query, Client-Socket receive, warten. Und wenn er fertig ist mit diesem RIF-Block, quasi in dieser Leerzeile, dann ruft er das Exit auf, wo er die Socket wieder freigibt. Soweit klar? Context Manager? Also wenn es sowas gibt in der Programmiersprache, ist es ein super Werkzeug, gibt es nicht neu. Mit Finally kann ich ähnliche Funktionen. Das heißt, eigentlich ist die Routine, die Fehler sozusagen in sich selbst abfängt und die nicht ein freier Exit ausprüfen muss. Ganz am Anfang des Rays. Ja, das der. Ja, dieses Race bewirkt, dass die Routine einen Fehler erkannt hat, die Routine abbricht und zum Aufrufer kommuniziert. Ich kann das nicht machen, was du von mir willst. Aus dem und dem Grund, aus dem Grund Value Error, weil eben die Höhe nicht in dem erwarteten Bereich ist. Das heißt, da ist jetzt kein Exception. Das Race ist immer mit sich alleine. Das zeigt nur mal auf, da gibt es einen Fehler. Ja, aber das heißt, die Routine behandelt ihre Fehler bereits selber und nicht außen in einem Freiexit. Ja, Behandlung im Sinne von, dass sie sagt, geht mir nichts mehr an. Ja. Genau. Sie gibt aber keine Fehlermeldung aus und nichts. Sie, also diese ganze Verantwortung delegiert sie damit an den Aufrufer. Und erst bei der Exception wird dann der Text ausgeführt. Genau. Das ist dann da. Ja. Da fange ich den Fehler auf. Und da habe ich, in dem Fall habe ich entschieden, das auszugeben. Ich könnte aber was anderes machen. Ich könnte sie in eine Mail verpacken und wohin schicken zum Beispiel. In dem Fall bringt da einfach etwas. Okay? So, da war auch was. Ich hätte eine Frage zu dem RIF. Ja. Was ist, wenn jetzt im Socket-Client dieses Enter oder Exit nicht implementiert hat? Dann fehlt der Ausführung Exception, dass es gefördert ist? Nein. Wenn ich das Enter und Exit nicht. Achso, wenn ich RIF habe, ohne dass ich Enter und Exit. Genau, dann sagt der RIF, das hat das Context Manager nicht implementiert. Das kann ich nicht über RIF aufrufen. Also er findet das Enter nicht, er möchte ja an der Stelle möchte das Enter ja schon aufrufen, wenn er es da nicht hat, haut sie sofort auf am Anfang dieses RIF-Konstrukt. Wenn er das Exit nicht hat, haut sie mal klar auf beim Zusammenhang. Und ich kann natürlich das Exit auch leer lassen, nur dann ist die Frage, wozu habe ich Context Manager, wenn ich das freigeben muss. Okay? Und dann zur Abgrenzung noch eine Routine, die man am besten nicht verwendet. Ich sage am besten, keine Empfehlung, nicht verwenden. Dell heißt die, in Java gibt es was Ähnliches, das heißt Dispose.
das gibt Ressourcen frei, wenn der Garbage Collector entschieden hat, dass er diese Variable jetzt nicht mehr braucht. Und das hat natürlich etliche negative Konsequenzen. Ich weiß nicht, wann das der Garbage Collector macht. Garbage Collector kennt jeder? Ja. Okay. Das ist ein Mechanismus im Hintergrund, der so, sag ich mal, lapidar formuliert, alle paar Minuten schaut, was brauche ich nicht mehr. Machen Sie nicht mit Java das finally? Das ist eine Routine. Das ist eine Routine, die im Object, glaube ich, definiert ist. Aber das Dispose ist ja das, was man über das I-Dispose braucht. Im C-Sharp. Ja. Achso, Java, Entschuldigung. Java. Ja, genau, was sind die Nachteile von dem Ding? Ich weiß nicht, wann der Garbage Collector draufkommt, der das aufruft. Das kann gleich sein, nachdem eine Routine fertig ist, das kann zwei Stunden später sein. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die ich angefordert habe, in unserem Beispiel wäre das ein Socket, ist dann eine Stunde lang belegt. Natürlich super optimal. Wenn jetzt eine Exception passieren würde, innerhalb dieser Tail-Routine, dann ist das irgendwo hinten im Garbage Collector. Nicht mehr in meinem Programmkontext, nicht mehr in meinem Routine-Aufrufen. Was soll er dann noch machen? Er kann mir jetzt nicht mehr sagen, da ist was schiefgegangen. In Python macht er das so, indem er eine Warnung reinschreibt in einen internen Log. Und wenn ich dort nicht hinschaue, die Konsole, weil es eine gute Applikation ist, dann kriege ich das gar nicht mit. Das heißt, wenn ich mir Tail-Ressourcen freigeben würde, dann hätte er ziemlich nicht vorhersagbares Verhalten. Weil der Anwender glaubt, das hat eh alles funktioniert, für ihn ist nichts ersichtlich schiefgegangen. Irgendwann merkt er es dann trotzdem, weil Daten kaputt sind. Dann schickt er einen Bug-Report und sagt, das ist kaputt. Kann aber nichts schicken in einer Logdatei oder irgendeiner Fehlermeldung, weil bei ihm nichts gewesen ist. Und der Entwickler wird es dann sehr schwer, das Ganze zu reproduzieren. Weil vielleicht ist sein Garbage-Collector ja fitter und fängt noch zwei Minuten schauen, das freizugeben. Bestimmte Bedingungen treffen dann gar nicht ein. Und so gibt es das Ding dann überhaupt? Reifen intern. Für Aufräumarbeiten. Das kann man sich in der Doku dann durchlesen. Als Programmierer ist dort nichts Spannendes drin. Okay. Das war jetzt einmal das, was man aus den Handbüchern, denke ich, sehr einfach entnehmen kann. Und das sind jetzt leistungsfähige Werkzeuge, wo ich nicht viele Empfehlungen habe, wie ich sie jetzt nutze. Hoppala, das ist mir überholt. Eins haben wir noch. Nämlich das Assets-Data. Ich kann auch einen Fehler erkennen, nicht nur mit Race, sondern mit Assert. Schaut ein bisschen anders aus. Da habe ich eine if-Abfrage und dann ein Race, wenn es schiefgegangen ist. Das Assert ist gleich direkt und prüft, ob eine Positivbedingung zutrifft. Also da habe ich eine Fehlerbedingung, Größe kleiner gleich 0. Und da prüfe ich positiv ab, ist die Höhe eh größer 0. Assert kann man sich vorstellen, ist stelle sicher, dass die Höhe größer 0 ist. Und wenn nicht, dann schmeißt er intern quasi ein Race Assertion Error. Also ich kriege dann eine spezielle Exception. Dieses Assert hat ein paar Unterschiede zum normalen Race. Weil das Race, das macht er immer. Das Assert macht er nicht immer. Das kann ich ausschalten. Die ganze Prüfung und auch den Umstand, dass er dann einen Fehler schmeißt, indem ich Python im optimierten Modus starte, minus O, dann ist es schneller, weil es eben diese ganzen Prüfungen nicht macht. Und das hat dann gewisse Implikationen. Alles, was ich im Assert aufrufe an Funktionen, um diese Bedienung da zu prüfen, an der Stelle könnt ihr auch Funktionen aufrufen. Die dürfen keine Seiteneffekte haben. Weil diese Seiteneffekte würden ja dann nur dann sein, wenn es nicht im optimierten Modus laufen. Der Start ist im optimierten Modus, dann macht das Programm auf einmal was anderes. Und die Frage, die sich dann natürlich ergibt, ja, wann nehme ich jetzt das Assert und wann nehme ich das Race? Jetzt einmal für mich interessant, wer ist sich relativ sicher, wann er Assert und Race nimmt? Ja, einige sind schon erfahrene Entwickler, kann man sagen, und ein paar werden sich dann wahrscheinlich noch ein bisschen Inspiration nehmen. Dazu kommen wir mal gleich. Jetzt fasse ich einmal zusammen. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie wir Fehler erkennen können, mit Race und Assert. Wir können Fehler abfangen, mit Try und Accept, und dann eben auf den Fehler reagieren. Und zusammenräumen können wir auch, unabhängig davon, ob ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Und wenn wir entweder Finally nehmen, oder wenn die Sprache sowas zur Verfügung stellt,
dieses Leave Statement im Context Manager. Und es gibt auch Routinen, die uns nicht helfen beim Zusammenräumen. In dem Fall ist es Tail oder in Java das Dispose. Okay? Weiter mal. Alle abgeholt? Gut. Dann stürzen wir uns hinein in den lösungsorientierten Ansatz. Wie kann ich diese Mechanismen jetzt möglichst effizient nutzen? Was sind die Grundprinzipien von diesem lösungsorientierten Ansatz? Im Zentrum steht die Überlegung, dass ich sage, ich möchte mich nicht mit dem Fehler beschäftigen, sondern ich möchte immer dorthin kommen, wie kriege ich den Fehler weg? Also ich möchte aus dieser Negativwelt rauskommen, die immer mit der Fehlerbehandlung assoziiert ist. Das Programm funktioniert nicht, den User zieht an, Bugreport kommt, den Programmierer zieht an, er möchte gerne was Cooles programmieren und nicht irgendeinen alten Randwerk haben, der seit 10 Jahren nicht funktioniert. Von dem möchte ich wegkommen. Das fängt einmal damit an, dass ich klare Zuständigkeiten festlege. Was ist jetzt die Verantwortung des Entwicklers und was ist auch die Verantwortung des Anwenders? Der Entwickler kann nicht jeden Fehler beheben. Damit ich einen Fehler beheben kann, brauche ich eine hilfreiche Fehlermeldung. Wie schaut sowas aus? Und damit ich ein einfach wartbares Programm habe, unterstützt dieser Ansatz, dass ich die Fehlerbedienungen und die Meldungen selbst aus dem Programmcode ableiten kann. Das war jetzt einmal abstrakt. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Zuständigkeiten. Ja, was ist die Zuständigkeit eines Entwicklers? Der Entwickler soll das Programm umsetzen, das ist nun klar, hat er einen Auftrag dafür. Was soll das Programm machen? Es soll Daten verarbeiten, die Eingaben des Benutzers und am Ende das gewünschte Ergebnis liefern. Das kann jetzt auch eine Interaktion sein. Ne? Beim Zeichenprogramm haben wir immer wieder neue Daten, zeichnen wieder was, kommt was dazu. Das ist dann immer eine Schleife. Was ist die Verantwortung des Anwenders? Er muss diese Daten bereitstellen. Das heißt, er muss dafür sorgen, dass das Programm Daten hat, die verarbeitbar sind. Wenn ich jetzt in ein Zeichenprogramm MP3 einschicke, dann kann das Programm das nicht verarbeiten. Das ist kaputt, das ist eine Musik. Das kann nur der Anwender lösen, so eine Situation. Und er muss natürlich auch eine Umgebung bereitstellen, in der das Programm laufen kann. Das heißt, es braucht einen Speicher, es wird Festplatten brauchen, es braucht Zugriffsberechtigungen, vielleicht braucht es auch eine Netzwerkverbindung. Das kann auch nicht das Programm selber oder der Programmierer erstellen, diese Situation. Das ist auch seine Zuständigkeit. Da könnte man jetzt noch sagen, ja, gibt es einen Administrator oder Operations, das habe ich jetzt zusammengefasst unter dem Begriff. Und wenn diese Zuständigkeiten einmal klar sind, dann wird er klarer, wann nutze ich jetzt Assert und Brace. Das Assert ist dafür da, dass ich Fehler erkenne, die im internen Programmzustand sind. Und wenn jetzt ein Assert kommt, ist die Lösung immer, dass ich das Programm anpasse. Das kann der Anwender nicht machen. Also der Anwender kann ein Assert nicht korrigieren. Das muss immer der Programmierer machen. Die Zielgruppe für die Fehlermeldungen aus dem Assert sind dann auch die Entwickler. Für den Entwickler selbst ist es auch ein sehr leistungsfähiges Werkzeug, wenn es mehrere Entwickler sind, weil die Routinen untereinander ihre Zuständigkeiten definieren können. Sie können sagen, ich brauche das und das und das, dass es funktioniert. Und du als Entwickler musst dafür sorgen, dass die Daten in dem, diese Parameter, die du mir übergibst, in den entsprechenden Wertebereichen drin sind. Also insbesondere zur Prüfung von Vorbedingungen, Preconditions, ist es ein leistungsfähiges Werkzeug. Was auch sehr schön ist am Assert, ist ein Nebeneffekt, es ist eine ausführbare Dokumentation. Ich dokumentiere damit meine Annahme als Programmcode und während das Programm läuft, überprüft es meine Annahme oder die Voraussetzungen. Und wenn irgendwas nicht zutrifft, dann zeigt es. Und das sagt man dann ganz schön an der Stelle, mit der Funktion, hat die Funktion aufrufen, hat die Funktion aufrufen, hat die Funktion aufrufen. Die kann man in die Bagger reinhängen, kann man die Variablen anschauen. Und das ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, um Programme zu debuggen. Und auch stabil zu halten. Also die Assets bleiben ja drinnen, auch wenn ich das Programm also die Bedingungen ändern sich. Das Race hingegen ist jetzt für die Fehlererkennung, die aus Daten und aus der Umgebung kommen. Also Eingabedaten des Anwenders. Und die Lösung für Situationen, die das RAID aufzeigt, die ist beim Anwender. Er muss die Daten korrekt angeben, vollständige Eingabe, gültige Eingabebereiche. Er muss dafür sorgen, dass es die Dateien gibt, die er mir als Parameter übergibt. Er
Er muss dafür sorgen, dass der Router so konfiguriert ist, dass ich vom Netzwerk her rauskomme. Er muss dafür sorgen, dass ich die Berechtigungen habe als Programm, auf die Daten zuzugreifen, die er vorhalten möchte und so weiter und so fort. Die Fehlerbedingungen selbst, die sind nur zur Laufzeit erkennbar, wenn das Programm wirklich dort beim Benutzer läuft. Ich als Programmierer kann nicht sicherstellen, dass er sein Netzwerk richtig konfiguriert hat. Und die Zielgruppe für die Fehlermeldungen aus REST-Statements sind dann auch die Anwender. Okay. Jetzt kann sie natürlich, wenn ich mit Optimierung starte, kriege ich keine Asserts mehr. Ja. Was passiert, was wurde mit Fehlern, die ich vielleicht in der Entwicklung nicht prüfen konnte oder nicht geprüft oder nicht entdeckt habe, ja, wo er Assert hätte, aber aus Performancegründen habe ich das jetzt bei mir so nicht mehr drin. Ne? Ja, das ist der Trade-off. Ne? Was ist mir wichtiger, dass das Programm schnell läuft oder dass es sich im Fehlerfall deterministisch verhält? Okay. Und das muss ich dann als Entwickler entscheiden. Das Python selbst hat die Assertions immer eingeschalten und ich muss sie nur ausschalten. Also ich kann sie ausschalten. Ich muss Maßnahmen setzen, dass sie weg sind. Meine Empfehlung ist, solange das Programm schnell genug ist, alle Assertions drinnen lassen. Zweite Frage noch dazu: Assertion bringt ja mal Assertion Exception. Mhm. Ja. Ist das nicht suboptimal, dass ich da nicht unterschiedliche Exceptions raisen kann, um da auch unterschiedliche Behandlungen durchzuführen? Ja. Wieder Trade-off. Nein, Designfehler in der Programmiersprache. Das ist in Java hin, das ist in Python hin, das ist in C hin, das ist in C-Sharp hin, das ist in Eiffel cool. Und da gibt es aber sehr viele Leute, die das anders sehen. Ja. Kurze Frage dazu. Aber die Exceptions, die wollen nicht so doof behandelt werden, oder? Genau. Ja. Ich sage, der Programmierer kriegt eh alle Informationen, die benötigt. Er kriegt sein Stacktrace in Python, und im Eiffel wird er Variablen zukriegen. Das ist halt jetzt das, was mir die Programmiersprache gibt. Ich habe nichts Besseres wie das Essen. Man könnte es besser machen. Aus irgendeinem Grund hat das bisher in den Mainstream-Sprachen keiner mehr gemacht, seit dem späten Auftreten. Ja. Wenn das wirklich ein Designfehler wäre, wie erklärt es dann, dass manche Sprachen Exceptions gehabt haben und erst später Asserts eingeführt haben? Java, glaube ich, hat Exceptions ja schon ewig, aber mit 1.4 sind Asserts gekommen. Ja, Designfehler in Java. Bis 1.4, wenn sie dann gelöst haben. Okay. Mit einem weiteren Designfehler, dass sie nur eine S-Seite gemacht haben. Okay. Okay. Fehlermeldungen. Was sind die Anforderungen einer Fehlermeldung? Das ist in der Literatur oft unklar. Also die Usability-Bücher geben da schon Richtlinien, die aber so allgemein sind, dass ich als Programmierer sage, die helfen mir. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Fehlermeldungen müssen hilfreich sein, sie müssen verständlich sein und was weiß ich nicht alles. Aber wann habe ich so eine Fehlermeldung? In der Praxis zeigt sich dann oft, dass die Fehlermeldungen ja, Fehlermeldungen sind. Sie sagen etwas Falsches, ungültiges Datum. Sie sagen aber nicht, was wäre ein gültiges Datum. Und der lösungsorientierte Zugang ist jetzt, ich beschreibe zwei Dinge. Erstens, was habe ich und zweitens, was müsste sein. Und genau diesen Ist- und Soll-Zustand, den ich genutzt habe, um meinen Fehler zu erkennen. Ich kann dann auch beschreiben Maßnahmen, die zur Korrektur notwendig sind. Das heißt, ich sage nicht etwas Falsches, sondern ich sage, was wäre zu tun, damit das Programm weiterlaufen kann. Und wenn es notwendig ist, wenn es nicht völlig klar ist, stelle ich auch den Zusammenhang dar, in dem der Fehler aufgetreten ist. Das kann ich alles machen in einer Fehlermeldung. Wie schaut das in der Praxis aus? Wir haben vorher gehabt, unsere Größe, die wir geprüft haben, ob es kleiner gleich 0 ist, und wenn das der Fall war, haben wir einen Fehler gehabt, haben gesagt, die Höhe ist minus 3, müsste eigentlich größer 0 sein. Das heißt, im Grunde haben wir nichts anderes gemacht, wie ist unser tatsächlicher Zustand ungleich dem erwarteten Zustand, und wenn ja, dann haben wir einen Fehler geschmissen, wo drin entstanden ist, der Sollzustand müsste eigentlich der erwartete Zustand sein. Und man sieht jetzt auch, dass die Begriffe aus den Variablen in der Fehlermeldung wieder vorkommen. Da kommt die Höhe vor, da kommt der Nuller vor, das Größe gleich 0, jetzt als englischer Satz ausformuliert. Und ich brauche im Grunde nichts überlegen, dass ich zu der Fehlermeldung komme. Ich habe jetzt nur meinen Quellcode in einen englischen Satz übersetzt. Im Endeffekt steht da das Gleiche.
Wie stelle ich jetzt einen Zusammenhang dar? Das kann jetzt ein bisschen kryptisch sein, diese Höhe ist gleich 0, zum Beispiel wenn ich sie zusammen Dateien gelesen habe. Ich tue in der Meldung selbst einmal den Namen und den Wert darstellen, den ich gerade gehabt habe. Und wenn ich die Fehlermeldung jetzt in Accept abfange, dann behalte ich die ursprüngliche Fehlermeldung bei und ergänze das dazu, was meine aufrufende Routine weiß über den Zusammenhang. Was wäre das? Zum Beispiel ein Name einer Datei oder Position, Feldname in einem Formular. Ich kann eine Reaktion beschreiben, die ich tun wollte. Schaut das jetzt in der Praxis aus. Wir haben jetzt wieder unsere Process-Something-Routine, gleich wie vorher, die abprüft und Erase schmeißt. Die rufe ich jetzt auf aus einer Datei. Ich bin jetzt in einer Routine, die heißt Process-All-Things, die es aus einer Datei übernimmt. Die Routine tut nichts anderes, wie eine Datei zeilenweise einzulesen und jede Zeile an diese Process-Something zu übergeben. Also ich habe eine Zeile von Höhen und die übergebe ich. Und da kann jetzt natürlich 3, 17, 8 daherkommen, passt, alles gültige Höhe. Da kann aber drinnen stehen, heute, morgen, gestern. Das wäre einmal eine Zahl. Und es kann da drinnen stehen, minus 3, minus 8, was keine gültige Höhe ist. Wie gehe ich damit um? Naja, ich weiß eh, mein großes Something, ich schmeiße dann Value her. Was ich auch weiß, das habe ich jetzt implizit gemacht, wenn ich die Zeile nicht in eine Zahl umkonvertieren kann, dann kriege ich auch einen Value her. Das heißt, also, wenn das nicht verarbeitbar ist, kriege ich einen Value her. Den fange ich einfach ab und ich gebe jetzt eine Fehlermeldung aus, wo ich sage, cannot process die Datei in der Zeile 17 aus dem und dem Grund. Dieser Fehler, also der letzte Teil der Fehlermeldung, wäre dann meine ursprüngliche Fehlermeldung, dass die Höhe minus 3 ist und eigentlich größer 0 sein müsste. Das Ganze ist in der Datei irgendwas.text in der Zeile 25. Da haben wir das als Beispiel jetzt ausformuliert. So würde eine Fehlermeldung dann ausschauen. Und ich habe alles aus der Process-Something genommen, das, was ich über den Zusammenhang weiß, ergänzt und habe eine schöne Fehlermeldung, die genauso wo man unterwegs ist. Okay? Wenn ich mir schon vortrage auf einen anderen Vortrag und da hat man gemeint, dass man so Fehlermeldungen nicht so technisch hinschreiben soll, sondern eher so, wie es ein Mensch sagen soll. Wie wird das der Mensch sagen? Ein Mensch würde zum Beispiel sagen, also er würde nicht sagen, kann nicht stellen, mach das, sondern sagen, ja, die Höhe sollte nicht 0 sein und nicht eigentlich zumindest frei. So. Also. Ja, von wo weiß ich dann, was jetzt falsch ist? Nein, der User ist also einfach die Visibility, man so ein Recht passt sehr, aber als ein allgemein Deckel sollte immer so machen, ist sicher nicht richtig. Weil sonst kriege ich. Wie es bei Linux meistens ist, dass ich Fehlermeldungen kriege, die sehr technisch sind. Und ein normaler User, wenn es meine Oma verwendet, versteht sie vielleicht nicht, was es ist. Bei so einem Beispiel jetzt schon, aber bei anderen Sachen genug eher nicht. So, ich sage es einmal so: Das, was wir jetzt da haben, sind Fehlermeldungen, die aus Entwicklersicht trivial erstellbar sind. Weil ich habe jetzt genau die Begriffe, die sowieso aus der technischen Lehre sind. Ich habe da auch nur Begriffe angewandt, die der Anwender kennen soll. Weil er hat eine Datei übergeben, er weiß, dass die Datei mehrere Zeilen hat und er weiß, dass Höhen drinnen sind. Zumindest, wenn er weiß, was die Anwendung macht. Das ist jetzt nicht die Aufgabe der Fehlermeldung, das Handbuch zu ersetzen. Also die Grundbegriffe muss er irgendwo kennen. Der technische Fehler, das ist eine Katastrophe. Da kriege ich das, was mir das System liefert. Da steht dann der Hostname drinnen und was weiß ich was alles. Natürlich weiß er das nicht. Oder oft nicht. Technisch auch, ne? Nur dann muss für ihn klar sein, jetzt geht zu wem, den ich frage. Der redet da von Network Connection und sonst irgendwas, das sagt mir alles. Dann muss ich wirklich den Administrator der Operations heranziehen. Ja. Gut. Also wir haben jetzt einmal Fehlermeldung, dann gehen wir die aus. In einer GUI oder einer Webanwendung, ja, also in einer das Feld hervorheben, wenn es ein Eingabefehler ist. Und die Meldung unter das Feld setzen. Und dann kann sie einen Fehlerdialog machen, vorzugsweise nicht modal, sodass ich nichts mehr sehe aus dem Fehler und kann jetzt schauen kann, was war. Und ich kann es zusätzlich auch in einen Log reinschreiben, was oft recht praktisch ist, damit man der Anwender den Log schreiben kann oder schicken kann, wenn er sagt, er versteht jetzt nicht, was da los ist. Wenn ich Services habe, dann können sie nur in die Logdatei schreiben in der Regel. Und wenn ich Befehlszeilenwerkzeuge habe, dann gebe ich die Fehlermeldung gleich in der Konsole aus. Also das ist, denke ich, Dinge, die auch in der Literatur sehr gut beschrieben sind und auf die
Ausgabe in die Logdatei. Dazu ein paar technische Hinweise. Es gibt in praktisch allen Programmiersprachen inzwischen leistungsfähige Logbibliotheken, so auch in Python, die dann auch Meldungen bewerten können, also die können Informationen ausgeben und Fehler können sie ausgeben. Und Python hat auch noch eine Variante, wo es einen Fehler ausgibt, gemeinsam mit dem Stacktrace. Das ist für einen Entwickler ein recht nützliches Werkzeug. Diese Log-Dateien können in Dateien gehen, diese Log-Ausgaben können in Dateien gehen, in die Konsole, können auf Netzwerk Sockets gehen, können Mails schicken, was auch immer. Als Programmierer brauche ich fast nichts tun dafür, außer das Ding zu konfigurieren. Also ein Beispiel, wie so gut ausschauen kann, ich importiere die Bibliothek, ich hole mir mal einen Logger und dann gebe ich einfach eine Logmeldung aus mit Info. Ich sage, ich lese jetzt die Datei, die der Benutzer mir übergeben hat, Datapath, und dann öffne die und geht dahin. Das Beispiel ist jetzt auch schon ganz interessant, was, das ist jetzt nämlich ein vollständiges Programm. Was passiert jetzt, wenn ich das aufrufe? Ich habe da hardcodiert einen Dateipfad drinnen und die Datei gibt es nicht. Das ist schon mal ganz interessant zu sehen. Ich kriege zuerst die Infomeldung, ich lese die Datei data.txt. Dann zeigt es ihn, weil es die Datei nicht gibt. Er haut mir erst den Stacktrace hin und dann die Systemfehlermeldung, no such file or directory. Und was er mir auch gleich macht, ist, dass er mir einen Exit-Code ansetzt. Also das, die paar Zeilen machen das alles schon. Das ist schon einmal ein ganz guter erster Ansatz. Ich habe jetzt keine Zeile für die Fehlerbehandlung schon. Meine Ressourcen werden auch schon freigegeben, ich habe das Swift-Statement verwendet, um die Datei zu öffnen. Ich habe die Fehlermeldung angezeigt in der Konsole. Ich habe einen Exit-Code von 1. Das Aufrufen des Programms kriegt damit, dass jetzt irgendwas nicht funktioniert hat. Der einzige Nachteil ist, ich sehe noch immer den Stacktrace und verwirre den Anwender damit. Ja, wie kriegen wir den weg? Indem wir die Exception-Hierarchie nutzen. Also Exceptions sind eine ganz normale Klassen und sie haben eine Vererbungshierarchie, über die ich Fehler gruppieren kann. Das heißt, ich kann ähnliche Fehler gleich behandeln damit dann. Ein Try kann auch mehrere Excepts haben. Das heißt, ich kann verschiedene Fehler unterschiedlich behandeln. Ich nehme nur ein Try dafür. Wie gehe ich jetzt im lösungsorientierten Ansatz damit um? Naja, für alle Assertion Error war es über, die kann ich noch der Entwickler beheben. Da gebe ich den Stacktrace natürlich aus. Alles, was der Anwender lösen kann, ja, in Python ist das sehr schön, da gibt es einen Environment Error, wo diese ganzen IO-Error, Netzwerkfehler, Berechtigungsfehler davon erben. Das heißt, im Endeffekt brauche ich nur den Environment Error abfangen und was, das ist jetzt was, was ich der User drin muss. Und dann gibt es etliche andere Fehler, das ist in den anderen Programmiersprachen so, wo es nicht so klar ist. Und da ist es jetzt als Programmierer halt meine Aufgabe, dass ich das präzisiere und sage, ist das jetzt im Endeffekt ein Assertion, ein Entwicklerfehler, oder ist das etwas, was ich der Benutzer drum kümmern muss. Das heißt, um was muss sich der Benutzer noch drum kümmern? Daten haben wir gesagt. Environment Error kriegen wir in Python eh schon schön. Datenfehler können wir einfach über eigene Klasse definieren. In Python ist das ganz kompakt, weil ich sage, ich erbe einfach von Exception und habe alles. Damit kriege ich einen Konstruktor, wo ich als Fehlermeldung einen String übergeben kann. Wenn ich so einen Datenfehler jetzt schmeißen möchte, so wie wir gesagt haben, heute ist minus 3, aber dann ist die 0, dann mache ich das so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Value-Error kriege, wo ich jetzt nicht so sicher bin, ist das jetzt, weil ich selber irgendwo was vergeigt habe als Entwickler oder weil der Anwender in einer Datei einen ungültigen Wert übergeben hat, dann wandle ich diesen Value-Error, also fange ich den Value-Error ab und wandle ihn um in einen Data-Error. In dem Fall haben wir auch gleich wieder den Kontext ergänzt, in der Datei sowieso, in der Zeile sowieso ist der Fehler aufgegeben. Und damit weiß ich jetzt, der Data-Error ist ja für mich einer, den ich selber definiert habe, wo ich auch gesagt habe, das ist ja etwas, was der Anwender beheben muss, dass es mir als Entwickler nichts mehr angeht. Und solche Fehler, die der Anwender beheben kann, die fange ich einfach mit Except ab. Und ja, das habe ich gerade gemacht. Und gibt sie aus. Als Dialog oder als Log-Eintrag oder was auch immer, da brauche ich sonst nichts, weil ja alles drinnen steht, was der Anwender braucht. Da brauche ich keinen Stacktrace. In Python 3 geht es noch einmal schöner, wenn wir das kurz vergleichen. Da kann ich so ein Exception Chaining machen, wo ich den ganzen Stacktrace von der U-Exception auch drinnen kriege und da die ganze Fehlermeldung dazu. Gibt es in Java auch mit dieser Cross, glaube ich, heißt es nicht.
Und alles andere, was jetzt kein Data Error und kein Environment Error ist, das ist irgendein Thema in der Tiefheit. Möglicherweise ist die Korrektur, dass ich den Fehler abfange und umwandle in ein Data Error. Und ich habe nur einen Fall, den ich übersehen habe. Aber alles andere kann ich mir dann Stack Trace ausgeben und sagen, das muss ich mir anschauen als Entwickler. So, das ist jetzt ein Python-Programm, das die Login-Bibliothek nutzt, das Parser nutzt für Befehlszeilenoptionen, den gibt es im Python gleich. Das heißt, der sagt dann gleich, wenn ich eine Option vergessen habe, der alle vom Entwickler behebbaren Fehler mit Stacktrace ausgibt, der alle vom Anwender behebbaren Fehler ohne Stacktrace ausgibt und der am Schluss einen Exit-Code von 0 und 1 setzt. Und das sind ziemlich wenig Zeilen. Das heißt, dieser Code ist für mich als Entwickler auch schön wartbar. Das ist jetzt wirklich ein Template für Befehlszeilenanwendung. Da ist es nochmal ein bisschen genauer. Also die Frage, die ich jetzt noch nicht beantwortet ist, wann verwenden wir jetzt Except und Race wirklich? Except machen wir dann ganz außen im Main, so wie wir es jetzt gesehen haben. Bei GUI-Anwendungen, bei abgeschlossenen Benutzeraktionen, Action-Pattern, das habe ich nicht machen können, wo du jetzt gerade draufgeklickt hast, und damit die Fehler umwandeln kann. In einem Data-Error, zum Beispiel, wie wir vorhin gesehen haben. Beziehungsweise, wenn ich sage, naja, der Fehler ist eigentlich hier gültig. Ich habe jetzt irgendeinen Lookup-Error gekriegt und ich kann einen Default verwenden. Na gut, dann kann ich auch setzen Default und mache weiter. Insgesamt also, except, selten und gezielt verwenden. Aber so gut wie nie. Weil in der Regel reicht es, wenn das Programm aufhört, oder das Programm die Routine aufhört, zusammenrammt und nach außen delegiert, was ist zu tun. Und am Schluss sagt halt das Main, ja, das ist nicht gar nicht. So, ja, ist es okay, wenn wir die Fragen. Ja, also der nächste Vortrag geht um 16 Uhr, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, dann nehme ich die Fragen jetzt schon und dann mal dann 5 Minuten länger. Bitte. Ich würde mich fragen, ob es bei weitem nach Performance-Dinger ist, wenn man sozusagen eine Exception schmeißt für eigentlich gewollte Zustände, wenn in Lookup-Label nichts drin ist, heißt dann natürlich gut, was ist das in der Im Python ist es weitgehend egal, weil das Browser so dynamisch ist, dass man immer jede Menge mitschreibt. In einem Java macht es einen Unterschied. Ja. Also ich würde nicht, wenn allem eine Exception schmeißen in solchen Situationen, sondern eher versuchen, die so abzubilden, wenn das Design bei mir liegt, dass du dafür keine Exception brauchst. Weil das sind ja alles gültige Zustände. Das ist dann sinnvoll, wenn eine andere Routine glaubt, sie ist schlauer wie ich und sagt, das kann ich nicht und ich muss das korrigieren. Also das stimmt so nicht, dass es in dynamischen Sprachen quasi irgendwie übersteht. Das kann schon gewaltigen Overhead haben, weil Funktionen aufrufe, genau, die verbunden sind, dann kann man diese Ruhe einsparen. Und dann macht es noch teilweise großen Unterschied. Genau, die Funktionsaufrufe, die fressen. Ne? Jetzt sind wir bei der Exception. Wenn ich die Exception eh schon habe, macht es einen Unterschied, ob sie da ist oder nicht. Wenn ich verschachtel Funktionen aufrufe, das macht dann einen immensen Unterschied. Ja? Gut, Quintessenz, also Except brauchen wir fast nie. Damit habe ich als Entwickler wenig Aufwand, weil ich brauche mir fast nichts überlegen. Ich rahme einfach zusammen. Wenn ich einen Fehler habe, will von Finally, bricht meine Routine ab, das macht eh schon der Exception-Mechanismus für mich und lasse den Aufrufer entscheiden, was damit zu tun ist. Und in den meisten Fällen, wenn ich selber der Aufrufer bin, werde ich auch sagen, ich tue gar nichts, bis das Ganze irgendwo ganz oben kommt. Dass dann wirklich jetzt eine Fehlermeldung an einen Benutzer präsentiert wird oder in einer Logdatei hineingeschrieben wird. Und der Vorteil, leicht wartbarer, kompakter Code mit wenig Einrückungsebenen. Und fast kein Fehlerbehandlungsgrund, kann ich explizit. Wann verwende ich das RACE? Das geht sehr schön aus den Namenskonventionen für die Routinen hervor, wenn ich die entsprechend einhalte. Wenn ich Prozeduren nenne, mach was. Tu das, tu das, tu das. Und sie können es aus irgendeinem Grund nicht machen, dann mache ich ein RACE, weil ich sage, ich brauche irgendwas, damit ich es machen kann. Und wenn ich eine Funktion habe, die heißt nicht mach etwas, sondern die heißt etwas, nämlich dieses Etwas, was sie zurückliefert. Und wenn sie dieses Etwas nicht zurückliefern kann, dann wird sie auch ein Race machen und den entsprechenden Fehler damit aufzeigen. Das ist ein Beispiel für Python. Es gibt eine Sort-Prozedur, also die heißt sortiere, und die ändert eine Liste. Die Liste, die da übergibt, ist dann anders sortiert.
Und es gibt eine Funktion, die heißt sorted, also sortiert, und die gibt die Liste sortiert zurück, ohne die Liste zu ändern. Das ist der Unterschied zwischen Funktion und Prozedur. Und wenn ich das konsequent einhalte, dann kann ich diese Namen auch direkt verwenden in meinen Fehlermeldungen. Und dann weiß ich auch, wenn ich genau dieses Sortierte nicht liefern kann oder wenn ich das Sortieren nicht kann, dann habe ich eine Fehlermeldung, cannot sort. Und damit ist klar, was sind meine Fehlerbedingungen. Ich kann das nicht machen, was die Routine vom Namen her vorgibt, dass sie sagt. Dass sie macht. Dann habe ich einen Fehler. Okay. Zusammenfassung. Also lösungsorientierte Fehlerbehandlung hat jetzt einfach einen gezielten Nutzen der vorhandenen Reifenmechanismen gezeigt. Wir machen eine Unterscheidung, wer kann den Fehler beheben? Der Anwender zur Laufzeit, wenn die Daten oder die Umgebung nicht verarbeitbar sind. Wir haben das abgebildet mit Environment und Data Error. Und der Entwickler während der Umsetzung, indem er das Programm verbessert, der erkennt es, wenn er Assertions kriegt oder Fehlermeldungen, die nicht an den Benutzer gehen. Wir räumen immer zusammen mit With und Finally, nicht mit Tell. Die Fehlerbehandlung im Programm selbst. Mit If Raise erkennen wir neue Fehler. Mit Raise bereits erkannte Fehler leiten wir in der Regel weiter. An einigen wenigen Stellen fangen wir es mit Exact ab und geben eine Meldung aus. Und das Schema für eine gute Fehlermeldung ist. Schema für gute Fehlermeldung ist, das ist ein cannot do some task. Something is actual, but must be expected. Und das sind Routinennamen und Variablennamen im Idealfall. Das heißt, die brauchen wir nichts überlegen dazu. Und wie der Kollege gesagt hat, von der Usability her ist das möglicherweise noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Aber das ist etwas, was man mal hilft. Das kann man schöner formulieren, da kann ich einen Usability-Experten reinholen ins Projekt, damit er die nochmal zu einem schöneren Ende macht. Da habe ich alles, was ich brauche, um den Fehler zu beheben. Und das ist das Wichtige. Und diese Information muss der Usability-Experte dann erhalten. Also das ist, er kann es in einem schöneren Englisch formulieren, nur die Informationen darf ich nicht verwerfen. Gut. Also zusammengefasst, wir beschreiben mit der Meldung die Lösung.